Bitte. Bitte. In unserem Film geht es um einen Verarbeiter, der nur gewinnt. Und zwar gewinnt er nur im Protector Loyalty Club. Ja, erster Drehtag. Wir sind hier in Baden-Baden vor dem Casino und wir werden einen langen, langen Nachtdreh haben. Die Schwierigkeit heute ist ein bisschen, Wetter ist nicht so ganz super sicher, aber let's go! Protector stellt seit 1903 Bauprofile her und sind Marktführer in Europa. Allerdings ist das Problem bei den Bauprofilen, dass sie hinter den Wänden meistens verschwinden. Deshalb ist es oft am Marketing gelegen, sich was Kreatives auszudenken. Wir haben die Protector-App neu entwickelt, haben in der App auch einen Kundenclub integriert, nämlich den Protector Loyalty Club, um die Kundenbindung zum Handel, aber auch schwerpunktmäßig zu den Verarbeitern deutlich zu verbessern. Diese Idee, die in der digitalen Welt abgebildet wird, innerhalb der App, wie man die rüberholen kann, transferieren in ein cooles Erlebnis, was unsere Kunden auch direkt verstehen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, einen lässigen und tollen Film zu machen. In unserem Film Casino Royale bekommt unser Hero eine Visitenkarte zugesteckt und fährt zu diesem mysteriösen, edlen Gebäude. Und als er dort ankommt, kommen ihm nicht nur ein Haufen Prämien, sondern auch eine wunderhübsche Frau entgegen. Und er möchte unbedingt wissen, was in diesem Gebäude passiert und versucht da erstmal reinzukommen, was nicht direkt auf Anhieb klappt. Aber als er es dann schafft, entdeckt er dort die Loyalty-Welt von Protector und sieht, was er dort alles gewinnen kann. Und als Bonus hat er nicht nur seine Prämien auf dem Arm, sondern dort wartet auch noch die besagte Frau auf ihn, auch wenn sie nicht ganz koschere Absichten hat. Die größte Herausforderung aus Produktionssicht bei dem Film war sicherlich die Location. Es ist immer viel komplexer, in einer echten Location zu drehen als im Studio. Und es war umso komplexer, in einem Casino zu drehen. Wir haben ja im Casino Baden-Baden gedreht. Beim Indreh hatten wir auch einige kompliziertere Aufnahmen. Da war zum Beispiel der Kran-Shot, wo wir vorne einen Gimbal dran hatten. Und gleichzeitig war noch ein VFX-Shot dabei, also dass die Kleidung weggerissen wurde. Da hat sich dahinter jemand versteckt, der genau im richtigen Moment dann gezogen hat. Dass das alles funktioniert, das ist dann schon eine Meisterleistung, wenn es dann klappt. Aber wenn es dann läuft, dann ist es toll. Back aus!